möchte euch heute auf unserem Selbstversorgerhof begrüßen. Und zwar sind wir eine kleine Familie von 5 Personen. Wir sind 2 Erwachsene und 3 Kinder. Ein großes, ein mittleres und ein kleines, sehr kleines. Und wir wohnen hier auf diesem Hof seit ungefähr 5 Jahren und versuchen immer mehr in die Selbstversorgung zu kommen. Das beinhaltet zum Beispiel, dass wir viele Sachen selber machen, dass wir Sachen einkochen, Dinge bauen und versuchen, so wenig wie möglich neu zu kaufen, einfach dem Umweltaspekt zugute kommen und dass wir halt einfach versuchen, einen geringen Fußabdruck hinterlassen zu können in dieser Welt. Und genau, da möchte ich euch zu einladen, uns zu folgen auf diesem neuen Kanal. Er heißt unser Selbstversorgerhof, der Weidenhof. Wir haben einen kleinen Hofladen, wir haben 3 Schafe, 2 Enten, 13 Hühner, auch noch einen Hahn dazu. Wir haben auch noch Wachteln. Wir haben eine Katze, einen Hund, ein Pferd. Zudem versuchen wir, viele Sachen selber zu machen. Wir möchten euch dazu einladen, uns einfach zuzuschauen, wie wir das hinbekommen oder auch manchmal nicht hinbekommen. Wir haben zum Beispiel Bienen. Das klappte nicht so, wie wir das am Anfang wollten. Jetzt ist es nur noch ein Volk und wir hoffen, es kommt über den Winter. Wir versuchen, Sauerkraut einzumachen, rote Beete einzukochen, diese ganzen Dinge. Wir machen Brot natürlich selber, Käse machen wir selber. Wir bohren einen Brunnen, werden das Gewächshaus aufbauen und das Gewächshaus mit einer Wärmesenke bestücken. Und ganz, ganz viele wunderbare Projekte haben wir vor. Wir wollen einen Lehmbackofen bauen. Wir bestellen unsere Felder und werden unseren Erdkeller weiter einrichten. Wir werden das Heu lagern, alles was halt dazugehört zu einem Selbstversorgerhof. Mit guten und auch mit schlechten Tagen, mit guten und schlechten Möglichkeiten. Ihr werdet Erfahrungsberichte von uns sehen und einfach, wenn ihr mögt, zuschauen, wie wir hier so leben und wie wir hier so arbeiten. Also wenn ihr mögt, folgt unserem Kanal. Es kommen immer mal wieder neue Videos, am Anfang etwas unregelmäßig und später hoffe ich, dass wir auch regelmäßig dann senden können, sodass ihr einen Ablauf habt, auf den ihr euch dann immer freuen könnt. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst, was ihr euch noch so vorstellen könnt, was ihr euch wünscht. Als nächstes folgt natürlich eine kleine Bestandsaufnahme unserer Tiere, damit ihr auch seht, wer hier überhaupt noch so wohnt. Genau, also wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreibt.